Milad Karimi wurde 1979 als Sohn afghanischer Eltern in Kabul geboren. Er wuchs in den 80er Jahren dort auf, in einem Land voll von Gewalt und Chaos. Anfang der 90er Jahre entschloss sich seine Familie zur Flucht nach Deutschland. Nach einer langen Odyssee fand die Familie im hessischen Darmstadt eine neue Heimat. Milad Karimi studierte dann Islamwissenschaft und Philosophie. Seit 2016 ist er Professor für islamische Philosophie an der Universität Münster. Nebenbei veröffentlicht er immer wieder Bücher, in denen er sich essayistisch mit den Themen Glauben und Philosophie auseinandersetzt. So auch in seinem neuen Buch, wo es um den Begriff der Unverfügbarkeit geht. Ich würde Herrn Karimi einfach Fragen stellen, erstmal. Und bitte, wenn Sie Fragen haben, gerne an Herrn Karimi dann stellen. Erstmal, Herr Karimi, Sie haben ein Buch geschrieben, das Buch Maradona und das göttliche Spiel heißt. Maradona. Und dann haben Sie über Krieg, über Kindheit, über Geflüchtete geschrieben, gelesen. Was hat Maradona damit zu tun? Ja, vielen Dank für die sehr berechtigte Frage. Es geht darum, dass es in diesem Buch nicht um Maradonas Lebensbiografie geht, sondern es geht darum, dass Maradona natürlich mehr ist als einfach nur ein Fußballspieler. Es geht in diesem Buch nicht um Fußball, man muss nicht Maradona kennen und man muss nicht mal Fußball mögen, sondern es geht um ein Motiv, es geht um eine Figur in meiner Kindheit, eine bestimmte Form von Hoffnung. Maradona war eben präsent im Leben eines Menschen, eines Kindes, inmitten des Krieges und inmitten der Hoffnungslosigkeit. Er war eben anders als alle anderen und seine Intensität, wie er schmerzt, wie er Fußball, wie er lebte, das hat mich schon als Kind beeindruckt, unabhängig von seinen ganzen dunklen Seiten, sondern wenn er Fußball spielte, da geschah etwas Größeres. Und an diesem Größeren durfte ich als Kind teilhaben und für diesen Augenblick verstehen, warum das Leben lebenswert ist. Das ist das Erkennen der Schönheit. Und Schönheit ist immer etwas, was dann nicht sein darf, wenn uns alles weggenommen wird. Schauen Sie sich, gerade die Diktaturen, die sind eigentlich ästhetikfeindlich. Die mögen das nicht. In Saudi-Arabien mag man sowas nicht, weil Ästhetik, Schönheit, Mehrdeutigkeit bedeutet. Dass sie eine andere Interpretation davon haben, anders davon berührt sind als ich. Und keiner von uns hat Unrecht. Aber wenn man etwas durchsetzen will, sich selbst als Wahrheit und Wahrheitsverkünder verstehen will, dann gibt es keinen Raum für Ästhetik. Über Fußball können wir streiten, über Maradona kann ich streiten, aber nicht über ein Gesetz. Und ich finde, insofern hat Maradona in meinem Buch zu jeder Frage, war er irgendwie da als Bild, als Motiv, als Anfrage, als Anklage. Also damit habe ich gespielt, wenn du so willst. Vielen Dank. Dann geht doch weiter. Maradona und das göttliche Spiel. Was hat Gott und das Spiel gemeinsam? Ja, vielen Dank. Schauen Sie, also es geht darum, dass wir uns unser Leben, gerade die meisten von uns, die hier auch versammelt sind, die eben nicht ein geregeltes Leben haben, die nicht sagen können, hier bin ich geboren in Münster bin ich zur Schule gegangen und dann durch eine Karriere in Münster gemacht, sondern wir sind gebrochene Biografien, wir sind gebrochene auch Lebensverläufe. Das heißt, wir haben irgendwie auch Risse und offene Stellen, Leerstellen, meistens vielleicht auch mit Schmerz verbunden. Wir sind mit einem Leben konfrontiert, das wir uns letztlich selbst nicht erklären können. Ich kann erklären kausal, warum ich geflüchtet bin, aber ich kann nicht erklären, warum ausgerechnet ich in Afghanistan geboren sein muss und diese Erfahrung haben muss. In gewisser Weise kommt uns alles irgendwie so vor, als wäre das ein falsches Spiel, ein böses Spiel. Und wenn man dann noch gläubig ist, dann hat man einmal die Alternative zu sagen, alles ist gut, weil es einen Gott gibt und er weiß, was er tut.
und das halte ich für eine infantil und eben nicht erwachsen. Oder man geht von Gott weg und sagt, weil es mir so schlecht geht, kann es keinen Gott geben, denn ansonsten müsste er doch ein Voyeur sein, einer, der eben Böses zulässt. Ich meine, dass das, was mich berührt, irgendwie dazwischen ist. So wie wir von Gott denken, dass er mit Rauschebart auf einem Thron sitzt und alles lenkt, vielleicht ist das nicht die Wahrheit selbst, sondern in gewisser Weise sind wir alle mit in Freiheit entlassen. Irgendwie müssen wir glauben, weil wir Gläubige sind, also wir müssen nicht, aber wir haben uns dafür frei entschieden. Aber dieser Glaube muss einmal bedacht sein. Was heißt heute gläubig zu sein? Und ich meine, gläubig heißt nicht einfach blind zu sein. Gläubig heißt nicht den Schmerz nicht zu sehen, zu ignorieren, sondern gläubig zu sein heißt heute dünnhäutig zu sein, mitfühlend zu sein, den Schmerz des anderen in sich selbst spüren. Gläubig zu sein könnte so etwas sein, zu leben, als gäbe es keinen Gott. Wenn ein Freund, eine Freundin, ein Mitmensch in Not ist und Hilfe braucht, dann kann ich nicht sagen, Gott möge dir helfen, sondern ich muss ihm helfen, als gäbe es keinen Gott. Denn Gott ist immer da, wo wir füreinander da sind. Ich frage Sie, was bleibt aus unserem Leben letztlich in 10, 20 Jahren? Was ist das, woran Sie sich erinnern? Es wird nicht das Geld sein, was wir angehäuft haben. Es wird nicht dieser Körper sein, den wir so schön halten wollen und so jung und so stark. Was wird denn bleiben? Und meines Erachtens, es wird letztlich die Begegnungen bleiben. Es wird das sein, was wir miteinander geteilt haben. Wir werden uns nicht an das Essen erinnern, das wir alleine verspeist haben, aber an das Essen, was wir mit einem lieben Menschen geteilt haben. Es geht nicht um mehr, es geht darum, dass wir weniger werden. Weniger lehren, mehr lernen. Weniger du, mehr ich. Weniger haben wollen, mehr sein. Mehr füreinander sein. Weniger sein, kein Gehabe. Das fällt uns schwer und ich glaube, ich habe ein falsches Publikum, mit dem ich diese Dinge sage, aber dennoch, es geht darum, dass wir auch uns öffnen für das Wenige, was wir haben. Wir sind niemals glücklich, weil wir etwas größer haben. Großes Haus, große, mehrere Autos, Job, was auch immer. Das kann nur ein Form, ein Ding in uns stilllegen, betäuben. Aber glücklich sind wir, wenn wir mit unserem Kind spielen. Glücklich sind wir, wenn wir die Stimme unserer Mütter hören. Glücklich sind wir, wenn wir jemandem etwas schenken. Und ich glaube, das hat alles mit dem Gott zu tun, für den ich mich 5-mal am Tag knie. Dankeschön. Wie würden Sie dann wesentlicher hier stehen? Dann werde ich weiter jetzt lesen, genauso wie das hier steht, ja? Warum das Wesentliche unverfügbar bleibt? Wie kategorisieren Sie unverfügbar und verfügbar? Ich glaube, das kann ich ziemlich leicht und schnell erklären. Also verfügbar ist all das, was wir erwerben können, was wir haben können. Nicht? Also verfügbar sind meine Kleider, meine blöde Fliege, all das ist einfach verfügbar. Und verfügbar ist deshalb das, was wesentlich ist, was wir nicht versichern können. Wissen Sie, meine Liebe kann ich nicht versichern. Ich kann nicht sagen, wenn ich morgen wieder aufstehe, dann liebe ich auch die Person, die ich liebe. Das gilt nicht für meine Frau, aber für mich schon. Meine Kinder sind unverfügbar, Begegnungen sind unverfügbar, Freundschaft ist unverfügbar, unser Geburt ist unverfügbar, mein Tod ist unverfügbar. Ich kann zwar mein Sterben kalkulieren, aber nicht mein Tod. Ich kann nicht meinen nächsten Augenblick, wen ich treffe, was das mit mir macht. Mein Glaube ist unverfügbar. Das letzte Gebet jede Nacht, mein letztes Gebet, bevor ich meine Augen schließe, ist: O Herr, tue, dass ich morgen weiterhin an dich glaube. Ich weiß nicht, ob ich mich mit einer Leere wieder aufwache, die einfach leer ist. Ich finde, dass das, was das Leben wirklich lebenswert macht, das, was dem Leben eine Poesie gibt, also nicht nur prosaisch, nicht kalkulierbar, nicht an der Liste und Register und Excel-Tabelle hineinkommt, das ist das, was das Leben eigentlich ausmacht. Und wir müssen uns sozusagen öffnen, gerade für diese unerwartete Begegnungen, für ein Lächeln, für ein Zutun. Denn das ist das, was das Leben auch gerade da, wo wir auch Schmerz empfinden, dennoch schön macht. Ich sage Ihnen das, auf der Flucht, das waren die schönsten Augenblicke mit meinen Eltern.
Wir hatten nicht ein großes Haus, ich war kein Professor, sondern wir hatten nur ein 12 Quadratmeter Containerlager zu viert. Da haben wir gegessen, da haben wir geschlafen, da haben wir gespielt, meine Eltern haben gespielt und alles war dieses 12 Quadratmeter Container. Aber die Bindung, die will ich nicht missen. Heute habe ich zwar mein Leben und was auch immer, aber ich sehe sie viel zu selten. Und ich wünsche mir, ja, was war da eigentlich so besonders? Besonders war, weil wir nichts hatten. Wir hatten nur uns. Das heißt, auch in tiefsten Trauer gibt es noch einen Augenblick, in dem wir uns zu diesem Trauer verhalten können. Und das liegt an uns, wie unser Verhalten ist. Im Nörgeln, Jammern, Negativität, Missgunst, Neid, immer das Schlechte von anderen wollen, das Schlechte anderen wünschen, nichts Gutes beim anderen sehen oder sich öffnen und mit anderen freuen. Eine letzte Lehre, die Unverfügbarkeit mir in meinem Leben gegeben hat, ist, wenn es uns schlecht geht, dann haben wir oft auch Menschen, die für uns da sind. Aber wenn es uns gut geht, dann zeigen sich die besten Freunde. Ob sie sich mit uns freuen können, das ist eine Seltenheit. Denn wenn sie Erfolg haben, plötzlich haben sie auch Neider. Menschen, die das ihnen nicht gönnen können. Und ich glaube, das könnte etwas sein, was Unverfügbarkeit auch kultiviert im Leben. Also mit einer gewissen Offenheit, dass in das Leben hineingehen und schauen, was das Leben uns gibt. Das ist doch schön. Sie haben uns gesagt, dass Sie nicht hier geboren sind. Sie sind in Kabul geboren. Sie waren nie immer Professor, nicht immer Philosoph. Und wie ist das zustande gekommen? Ja, ich glaube, das ist auch unverfügbar. Ich bin in Kabul geboren, 13 Jahre lang habe ich in Afghanistan, in Kabul im Krieg auch gelebt. Dann sind wir geflüchtet, die Familie, 2 Jahre lang hat die Flucht gedauert, durch mehrere Länder mit gefälschten Pässen, mit Schleusern und Schleppern, die uns alles weggenommen haben und verschwunden sind. Warten, Hoffnungslosigkeit, neue Schleuser finden, neue Pässe, andere Identitäten aufnehmen, die Familie musste sich trennen. Ich war der Bruder meiner Mutter und so weiter. Wir sind dann irgendwann in Deutschland angekommen, also ich war dann 15, konnte kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch, musste dann im Containerlager mit meinen Eltern, wie gesagt, verbringen. Unser Asylantrag wurde natürlich abgelehnt, Anfang der 90er Jahre, Dublin, Sie kennen das. Wie erneut haben wir Widerspruch natürlich angelegt, wieder wurde es abgelehnt, bis als wir anerkannt wurden, gar 8 Jahre später wurden wir erst anerkannt. Bis dahin durften meine Eltern nicht arbeiten, weil sie nur Aufenthaltsgenehmigung für ein halbes Jahr bekommen haben. Und sie durften auch keine Wohnung nehmen, weil wie kann man sich eine Wohnung nehmen, wenn man nur ein halbes Jahr Aufenthaltsgenehmigung hat. Aber ihre Aufenthaltsgenehmigung wurde nur dann verlängert, wenn sie einen Job hatten. Aber man konnte keinen Job kriegen, weil man keine Aufenthaltsgenehmigung hatte. In diesem Teufelskreis, was viele auch kennen, steckten wir, bis wir irgendwann den Durchbruch geschafft haben. Und ich bin dann natürlich auch, weil ich kein Deutsch konnte, bin auf einer Hauptschule gekommen. Ich habe einen Hauptschulabschluss. Nach dem Hauptschulabschluss durfte ich nicht weitermachen mit einer Realschule, sondern ich musste auf eine Berufsfachschule gehen und alternativlos meine mittlere Reife erbringen. Nach einem Jahr konnte ich, wenn meine Noten besser waren, dann wechseln zu einer Realschule. Dann habe ich einen Realschulabschluss gemacht und dann erst auf ein Gymnasium und dann mein Abitur gemacht. Bis dahin wurden wir anerkannt und dann konnte ich auch schon so Deutsch, dass ich mich nicht immer entschuldigen musste. Also in der 13. Klasse war das soweit. Und dann erst habe ich angefangen zu studieren. Und dann ein Stipendium bekommen. Und was ich sagen kann, warum das Ganze gelungen ist bis zur Professur. Ich weiß, dass hinter mir an jeder Stelle des Erfolges nicht ich war, der das geschafft hat, sondern es waren entweder eine Lehrerin oder ein Lehrer, die immer hinter vielleicht jedem erfolgreichen Migranten, Migrantin stecken. Die haben keinen Namen, wissen Sie? Von denen redet man keiner. Das sind nicht die Helden, die jeder kennt, aber sind die echten Helden. Eine Lehrerin von mir hat mir mein allererstes Buch geschenkt, das ich hatte. Nach der ersten Hauptschulklasse, das war das erste Buch, ein ziemlich blödes, falsches Buch, sowas, das Buch will ich nie machen, und zwar 300 Zitate von Philosophen,
einfach aneinander gereiht, ohne Sinn und Zweck. Und das wurde an abendländische Weisheiten, heißt das Buch, immer noch Erwerber. Das hat sie mir geschenkt. Und das Buch habe ich die ganze Zeit gelesen, im Bus, beim Laufen, weil mein einziges Buch war. Und ich habe nicht verstanden. Das waren lauter philosophische Sätze. Sowas wie, keine Ahnung, ich denke, also bin ich. Und ich habe, ich denke, also, ich wusste gar nicht, was das heißt. Aber ich habe so lange gelesen, bis ich alles auswendig konnte. Ich konnte sie auswendig und im Schulhof, als meine Klassenkameraden mitbekommen auf der Hauptschule, ich kann so viele Zitate, dann war ich so etwas wie Hofner, man sagte mir, gab mir ein Wort und ich durfte dann dazu einen Satz sagen, keine Ahnung, jetzt schön, die Schönheit entsteht im Blick des anderen, Montesquieu. Und bis sich mein Deutsch sich verbessert hat, wissen Sie, und je mehr mein Deutsch sich verbessert hat, habe ich entdeckt, dass ich 300 wichtigen Weisheiten in mir habe, die verstanden werden wollen. Und so kam ich vielleicht zur Philosophie, zum Nachdenken. Aber wie gesagt, mein Erfolg hängt nur von den Menschen, die mehr gemacht haben, als sie machen mussten. Lehrerinnen, die mir Zugang zu ihrer Bibliothek gegeben haben, die mir mehr Gutachten geschenkt haben, die mir mehr Hausaufgaben gegeben haben, die meinen Eltern Kochlöffel geschenkt haben. Sie waren da. Wenn wir eine Klassenfahrt gemacht haben, das war ein Problem. Klassenfahrten sind ein Problem. Sie haben keine Aufenthaltsgenehmigung. Sie können nicht einfach nach Italien fliegen mit allen anderen oder fahren. Und es kostet Geld. Damals mehrere hundert D-Mark. Wer zahlt das? Und ich habe mich immer geschämt, nach Hause zu gehen, wieder meine Eltern sagen, ja, ich brauche 300-400 D-Mark, weil wir eine Klassenfahrt machen. Ich habe es gesagt und ich habe in den Augen meiner Eltern diesen Trauer gesehen, den wir, glaube ich, alle kennen. Die lächeln, sagen, ja, ja, das machen wir, aber ich merke, woher denn? Wir haben 80 D-Mark pro Monat als Taschengeld bekommen. Wie können Sie mir 300-400 D-Mark geben? Natürlich haben wir es nicht geschafft. Und dann war es diese Lehrerin, die anderen Eltern angeschrieben hat und sie nicht etwas geben können, damit Milad auch mitfahren darf. Das ist peinlich, das ist schwierig hinzunehmen, aber sie waren da und sie hat es mit einer Größe gemacht, anonym gemacht, dass ich mitfahren durfte. Aber dann habe ich keine Genehmigung für Italien bekommen. Sie sagte, es ist egal, du fährst mit und an der Grenze legst du dich auf den Boden im Bus. Und ich habe mich auf den Boden von dem Bus gelegt und der Mann hat geschaut. Und es war gefährlich. Ich meine, wir müssen wieder zurückkehren. Sie sagte, es ist mir egal, entweder wir fahren mit dir oder wir fahren alle nicht. Und ich verstehe jetzt, was das bedeutet. Sie hätte sich sehr einfach machen können. Aber sie hat mehr gesehen als einfach nur ein Ausländer, der keine Genehmigung hat. Ein Ausländer, der nicht genug Geld hat. Sie hat einen Mensch gesehen, der vielleicht genauso ein Mensch war wie jeder andere, der auch eine Klassenfahrt machen wollte. Und ihr bin ich zutiefst dankbar. Und alles, was ich heute mache, im Grunde genommen, ist nichts anderes als eine Dankbarkeit und Zurückgeben diesen Menschen, die mir meinen Weg ermöglicht haben. Vielen Dank. Das war eine sehr persönliche Frage. Danke. Eine schöne Geschichte haben Sie uns erzählt. Und das heißt, dass Sie immer Hoffnung hatten. Und das haben Sie weiterhin, glaube ich, oder? Das müssen wir auch haben. Wir sind auch Eltern und hier, glaube ich, sind auch jüngere Leute. Es waren hier, sie sind noch da, glaube ich, hoffe. Denn die Hoffnung ist ein Geheimnis. Es gibt noch eine Frage, zwei sogar. Hoffnung ist ein unverfügbar. Oder ist unverfügbar oder verfügbar für alle Leute hier? Ich mache es ganz kurz, weil ich glaube, unsere Runde auch geht dem Ende zu. Die Hoffnung ist meines Erachtens unverfügbar, weil wir uns einfach nicht Hoffnung herbeizaubern können. Aber unsere Einstellung ist verfügbar. Wir können schon sozusagen dafür etwas tun, dass unsere Hoffnung nicht vergeht. Wenn wir Nachrichten schauen, können wir nur noch den Kopf schütteln und sagen, alles ist schlecht. Und wie können wir in dieser Welt? Aber dann gibt es mehr, als das nur gezeigt wird. Wenn auch es nur einen Mensch gibt, der anders ist, der mehr sieht, dieser Mensch und seine Arbeit ist wert. Wenn ich heute keine Hoffnung habe, heißt es, dass ich meine Lehrerin, die mir durch ihre Hoffnung viel gegeben hat, auch nicht mehr würdige. Es ist meine Pflicht sozusagen, diese Menschen, die ihre Hoffnung in meine Person gesteckt haben,
diese Hoffnung wach zu halten. Wir können die Hoffnung aber gemeinsam wach halten, wenn wir füreinander arbeiten, miteinander arbeiten. Es muss nicht alles luxuriös sein. Diese Lesung muss nicht in einem Palast stattfinden, denn was hätte ich davon, was hätten Sie davon? Aber wenn die Herzen schön sind, wenn sie füreinander da sind, wenn sie empfänglich sind für das Gute, dann können wir auch gemeinsam Hoffnung teilen und gemeinsam Hoffnung auch stiften. Dafür sind wir da. Daran glaubt. Nicht, dass ich nicht mehrere Fragen hätte, aber unsere Zeit ist leider begrenzt. An wen richtet dieses Buch? An Philosophen? An mich? An wen? Wer soll dieses Buch kaufen? Wer will das verstehen? Also ich habe extra kein philosophisches Buch geschrieben, sondern es ist ein allgemeinverständliches Buch, deswegen auch sozusagen das peppige Aufmachen. Und im Grunde genommen, ich habe die Hoffnung, dass viele Menschen lesen und man muss nicht jetzt groß hochtrabende Intellektuelle sein, für die habe ich sowieso nicht viel übrig, sondern eher für Menschen, die ein Herz haben, die eben ihre Hoffnung nicht verlieren, die aber auch in gewisser Weise einen Sinn für den Schmerz haben, für das, was nicht schön geredet wird, aber der Schmerz ist auch, wie Rumi einmal sagte, jede Wunde ist auch eine Öffnung in uns, worin das Licht Gottes hineinstrahlt. Also auch der Schmerz kann auch eine Leere sein, eine Dünnhäutigkeit erzeugen, was schön ist. Insofern denke ich, das ist für jeder Mensch lesbar. Danke. Vielen Dank. Noch eine Sache, die ist mir wichtig, Milad, diese Bilder, die du dort beschreibst mit Maradona, sind mir genau solche Bilder gekommen. Ich bin in Düsseldorf aufgewachsen, sogenanntes Gastarbeiterkind, und gibt es diese Ökumene, dieses ökumenische gemeinsame Bild, dass du in Kabul, wo es Bomben geregnet hat, und ich in Düsseldorf, wo der Regen 500 Tage pro Jahr regnet. Insofern ist das auch eine schöne Metapher, dass uns sehr vieles verbindet. Trotz unserer verschiedenen Herkünfte, ob Geflüchtete, Migrantinnen, Migranten hier vor Ort oder halt einheimische Rheinländer oder Westfalen. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Wir haben viele, viele gemeinsame Bilder, und Maradona und die Hand Maradonas verbindet all diese Bilder. Und deshalb finde ich das ein toller Titel und danke dir nochmal dafür. Danke.